So, heute geht's endlich in den Vulkan, oder zum Vulkan auf jeden Fall. Schnappen wir uns das Ding da oben und ab geht's. Und wo hängt Sushi da? Ich will es gar nicht wissen. Und, hier hätten wir uns auch mal auffallen können, also hätte ich letztes Mal gar nicht nach Todd Town zurückgemüsst. Egal. Und, hier gibt's sonst nicht mehr nichts, dass wir sehen, wie es aussieht. Okay, das heißt, ab in den Vulkan. Mit... Die Musik erinnert mich an ein Castle aus den 2D Marios. Okay, der jetzt nicht mehr, aber der Anfang. Ja. Und eine Piranha. Identifiziert als Mario. Alarm, sofortiger Report. Alarm, Alarm. Oh oh, wir wurden also entdeckt und. Die haben ja eine Basis? Okay. Huch, warum ist Colorado? Ach stimmt, der ist ja vorgegangen. Ich fühle Gefahr. Aber alle Abenteuer sind gefährlich. Also, was soll's? Wir müssen weiter vordringen, um uns mit der Entdeckung unbekannter Schätze rühmen zu können. Arschbombe! Wow! Nein, Colorado! Nein! Doch, zum Glück. Ich spiele ja nur ein Mario-Spiel, also ist er nicht tot. Wow! Ey, was ist mit den Felsen los? Er ist in der Lava versunken. Kranker Scheiß. Okay, ach, wir können da unten gar nicht weiter. Ich dachte schon mal wieder zwei Wege. Wir haben nur wenig Zeit hier durchzugehen. Wow, Beeilung, Mario. Achso, okay, hier haben wir wieder mehr Zeit. Ich habe schon gedacht, wie geht's weiter? Dabei müssen wir nur da hinten warten. Und die Blasen schon finde ich cool aus. 2D-Blasen hier wieder so. So, da ist es. Bei Mario spielen ist ja dieser Mix aus 2D und 3D, also aus Paper Style und dem 3D. Finde ich immer ganz cool gemacht. Aber, ja, oder eben mal mehr oder mal weniger Paper-Style. Und ich sehe neue Gegner, aber die werden wahrscheinlich eh noch zu Genüge bekämpfen müssen, deswegen weiche ich mal aus. So faul wie ich bin. Wir können nicht da runter, jetzt schaut irgendwie mal so aus, als wäre das so ein Zaun da unten. Okay, ja, gut, ist aber nix. Und ja, ein Schaden macht ja nichts. Okay, wo müssen wir hin und was ist hier? Hier geht's anscheinend noch weiter, okay. Das war wahrscheinlich gar nicht so gewollt. Da kann man sogar speichern. Okay, es sind einige Wege, wo es lang geht. Holen wir uns erstmal die Blöcke oben. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert auf einmal. So viele Wege und so viele neue Gegner. Die gerade, von denen ich gerade irgendwie eher flüchten will. So, ja. Ach, wie Sushi uns nachmacht. Versteckter Block. Nö, what the? Okay, ach, Erstangriff zählt jetzt sogar von ihm. Abgeblockt. Oh, aber trotzdem 2 Damage bekommen. Ja, jetzt blöd. Sushi kann da natürlich gar nichts jetzt machen. Und vor allem könnte ich jetzt eigentlich eh mal auswechseln. Hier im Vulkan. Was, wir machen keinen Damage? Wie besiegen wir die denn? Ja, Bauchlandung wird ihr wahrscheinlich nicht gut tun. Nee. Ja, da wechseln wir Mitglied wechseln zu Gombario mal. So, da. Okay. Dann können wir den in der nächsten Runde mal scannen. Jetzt erstmal hier versuchen, nicht allzu viel Damage einzustecken. Gut, alles abgeblockt bisher. Sehr schön. Und wir wechseln erstmal. So, Scanner bitte. Pickelkäfer. Das ist ein Pickelkäfer. Pickelkäfer tragen Stacheln auf ihren Köpfen. Maximal KP 4 und Angriffskraft 3. Das ist schon relativ hoch. Und 4 Verteidigung. Ebenso wie Käfer sind sie sehr hart. Feuerattacken haben absolut keine Wirkung. Aber wenn du sie umkippst, fällt ihre Verteidigung. Ne, wie kippe ich sie denn um? Vor allem 4 Verteidigungen, Hammer. Ja, Powersprung werde ich sie nicht um. Hä, wie soll ich die denn umdrehen? Mit dem Powerblock dreht man sie oft um, aber ja. Ich habe den doch gerade schon mit dem Hammer angegriffen, ne? Ich probiere mal einen Powerschlag. Vielleicht komme ich da wenigstens durch die Verteidigung, aber ich überlege gerade, wie soll ich die denn umdrehen eigentlich? Ja, mit dem Powerblock-Item, aber. Aber das kann es doch nicht sein. Okay, ich glaube, ich wechsle Gombario mal wieder aus. Wen hätten wir denn, der die umdrehen könnte? Buh? Nee. Wer dreht denn die um? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, sorry. Bombett? Nein. Ich blick's gerade nicht, sorry. Es ist wahrscheinlich schon wieder so übelst offensichtlich, aber ich check's nicht.
Setzen wir Powersprung ein. Ich habe ja den Orden, damit wir keinen Damage bekommen können. So. Hey. Wie soll ich die denn umdrehen? Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ja, Kopfnuss hilft mir. Durch Kopfnuss wird wahrscheinlich Gumbaro einfach nur ausgenockt werden, oder? Ja. Oh. Kriegen wir jetzt Schaden oder eher? Ja. Ja, wahrscheinlich. Hä? Ich weiß gerade jetzt echt nicht, wie soll ich die denn umdrehen? Ja, aber mache ich keinen Schaden. Ich muss weiter mal mit PP angreifen. Bis ich mal check, wie ich die umdrehen kann. So. Okay, 2 Damage müssen wir wieder uns eine Runde treffen lassen. Aber wenigstens ist das Abblocken bei den Gegnern relativ leicht, ja. Okay, komm, und dann noch ein Powersprung. Boah, jetzt haben wir so viel BP schon wieder verbraucht. Für eine 8 BP nur für diese komischen Käfer, ey. Ja, wenigstens geben sie gut Sternpunkte. Das ist ja mal gut. So, gehst du down? Ah, wir kriegen mehr Münzen. Und? Oh ja, schön viele Münzen. Und wenigstens ein KP wieder. Jetzt sind wir jetzt schon wieder fast down hier. Oh Mann. Okay, das ist jetzt ein bisschen schade. Ich mach mal kurz Pause und schau, wie wir die besiegen. Bis gleich. Okay, fail. Ich habe auf Anhieb jetzt gar nichts gefunden, wo wie man die besiegt. Also ich weiß nicht. Ich habe wahrscheinlich nicht gescheit genug geschaut, aber ich wollte jetzt auch nicht ewig hier rumsuchen, sondern lieber weiter aufnehmen. Vielleicht finden wir es so noch irgendwann raus. Und wie kommen wir denn da hin? Ja. Keine versteckten Möcke. Hier auch nichts. Keine Ahnung. Egal. Gut, gehen wir aber mal da lang. So, wir können ja auch noch nach unten, aber ich würde sagen, schauen wir erstmal hier lang und. Oh oh. Es gibt auch noch Feuer hier. Und Gumbaro, dich hat es gerade voll erwischt und das war knapp, ey. Hohu. So. Ein Superblock, okay. Damit kann eine Stufe aufgestuft werden. Ich habe doch schon. Ach so, jetzt wird der Ultra-Ding wird automatisch aufgewertet, oder? Ja, okay, jetzt ist die Frage, dann werten wir auf. Schwere Frage. Soll ich Sushi? Sie lernt zu Namen. Dieses Wasserschaden, erste Güte. Könnten wir hier in dem Dungeon vielleicht gebrauchen, ne? Weil ich glaube, wir kommen eine Menge Gegner. Megaschock kann ja wieder das mehr. Fächer-Lady, das nenne ich Bestrafung. Oh. Valkyrie, Thor und Odin würde dies gefallen. Aha. Megabombe. Feuerpanzer, Gegner, Brennballer, Kittel. Multikopfschmerzen, übel Kopfschmerzen. Ja, ich glaube, ich lerne mal Sushi Tsunami. So. Sein Mitschein aufgestuft werden. Ja. Okay, jetzt mit dem Ultrastein. Den wir irgendwie gar nicht einsetzen brauchen. Und wir wurden in Ultrang aufgestuft. Ja, da muss ich jetzt gleich mal schauen. Müssen wir jetzt für jedes Mal einen neuen Ultrastein auch noch dazu finden oder haben wir den jetzt halt? Ne, wir haben den jetzt halt, okay. Wahrscheinlich einen deiner Freunde einen Ultrarang hebt, kann ich den jetzt benutzen? Nö, das ist, der ist, heißt jetzt einfach, dass ich immer jemanden einen Ultrarang aufdingsen kann, oder wie? Ja. Der ist ein Totta und Buslan. Das rote Kind in der Yoshi zu klären. Ach so, okay. Hätten wir sie ja schon längst abgeben können, fällt mir dann auf. Hoffentlich haben wir nach dem Dungeon, wenn wir den Boss besiegt haben, nochmal eine Chance. Aber bestimmt. Okay, geil. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen im Ultrarang. Und ich vermute mal, höher geht's dann nicht mehr, weil... Ja, wir sind jetzt eigentlich doch schon relativ weit im Spiel. Glaube ich. Okay, wir haben... So viele Sterne haben wir noch gar nicht. Aber wir haben schon viele Parts. Okay, da kommen wir nicht lang. Das heißt, auf das Seil und weg hier. So, sorry, musste mich kurz räuspern. Und ich würde sagen, gehen wir erst nach links mal, das ist näher. Okay, wir haben hier wieder diese Musik. Aber hier scheint auf den ersten Blick nichts wirklich zu sein, oder? Da geht es nochmal weiter. Bleiben wir mal oben. Da kommen wir nicht drüber. Dann müssen wir da unten lang. Da kommen wir auch nicht drüber. Okay. Außer können wir eigentlich über die Lava so drüber springen und da hauen uns das immer. Okay, uns haut zurück, okay. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht so irgendwie Super Mario 64 mäßig. Und hier geht's gar nicht weiter, okay. Ach, dann finden wir vielleicht in dem Dungeon jetzt noch einen neuen Hammer auch noch. Das wäre ja mal geil. Dann machen wir gleich viel mehr Damage. Ah, da könnten wir auch die Stachelkäppe vielleicht die Verteidigung mit dem normalen Angriff durchbrechen. Das wäre praktisch. Aber bis dahin
weiche ich den mal auf jeden Fall aus. Okay, eine Piranha-Pflanze. Oh, und nochmal. Hä? Hä, Colorado ist hier? Hi. Meine fehlbewährte Institution, Intuition sagt mir, dass uns große Entdeckungen bevorstehen. Aber dieser geheimnisvolle Block versperrt uns den Weg. Verflucht, was sollen wir tun? Ja, am besten wieder nach unten gehen. Und ich glaube, ich sollte eigentlich mal die Piranhas scannen, oder? Mit Komaria. Oder? Ach, komm. Ach, stimmt. Können die sich porten? Verdammt. Flixt. Zwei Damage. Ah, nein. Er hat uns volle Kanne erwischt. Okay, ich würde sagen, flüchten wir. Da verschwenden wir nur zu viel KP und BP. Hoffentlich haben wir Glück. A-Smashen. Und wir haben Glück. Okay. Gut. Jetzt verlieren wir zwar Kohle. Aber einfach so schnell wie möglich hier raus. Okay. Hier ist auch irgendwo wieder was versteckt, wie es aussieht. An dem stehen wir jetzt mal am besten vorbei. Und da ist schon wieder so ein Block. Okay, jetzt hat man anscheinend am laufenden Band unsere Mitstreiter in den Ultrarang aufgehoben. Und, oh, okay. Ja, die können wir ja besiegen. Bei denen müssen wir ja nicht irgendwie wieder extra was machen. Da fällt mir ein, wir können jetzt hier Tsunami 6 BP. Alter, okay. Machen wir mal Bauchlandung, dann müsst ihr doch jetzt, glaube ich, schon an die 6 Damage machen, oder? So, und 5 Damage, okay. Ah. Okay, dann ist Ultrarang leider doch leider eher eine, ja okay, nicht ganz so große Aufwertung, sagen wir so. Weil von normalen Rang auf Super Rang hat sie gleich doppelt den Schaden verdoppelt. Aber, ouch. Aber, sieht so aus, als wäre es hier jetzt nicht ganz so stark. Und, boah, jetzt haben wir ganz schön abbekommen. Sprung. Die macht jetzt inzwischen schon mehr Damage als Mario. Okay, aber damit kriegen wir auch die Gegner schnell down, wie es sieht. Wie es aussieht, so. Dennoch, wir müssen nicht aufpassen, weil wir kassieren wird ganz schön, echt. Okay, komm. Ah, jawohl, das konnten wir ablocken. Mein Timing ist irgendwie trotzdem so schlecht. Ich glaube, hätte ich nicht den Orden, dass man auch mit schlechtem Timing blocken kann, dann wäre ich schon viel öfter getroffen worden. Ja, okay, auch wenn ich so schon oft genug getroffen werde. So, das war's für dich. Oder? Ja, okay. sorry, ich bin gerade ein bisschen rauen Hals, muss ich mich oft räuspern. Ah, wir kriegen 2 KP wieder wenigstens, okay. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Da müssen wir uns. Es sieht so aus, als müssten wir uns von oben fallen lassen. Aber da kommen wir ja noch gar nicht hin, weil wir haben ja nicht den. Wir haben ja nicht den besseren Hammer. Ey, was? Ich stand da oben? Ey, komm, das zählt doch nicht. Ach, wollt ihr mich verarschen? Nee. Von den Stachelkäfern fliehe ich eh. So. Aber, hey, aber die hatten uns doch nicht erwischt, ey. Ah, 3 Münzen. Gut, weg hier. Da liegt doch was. Ich will das Ding da einsammeln. Können wir uns vielleicht fallen lassen, während wir da rumfahren? Ach, das geht. Okay, und das Ding ist gerade in dem Stein rumgelaufen. Ach, so kommt man auch an den Powerblock ran. Ah. Gut, jetzt müssen wir noch rechtzeitig timen. Ich würde sagen, hier nicht. Okay. Gut, aber dann kommen wir jetzt wenigstens weiter. Ich habe jetzt schon gedacht, wir kommen hier nicht mehr weiter. Puh, okay. Mario, was tust du? So, die Piranha-Pflanze hat sich aufgeregt, weil sie sich erwischt hat. Für uns natürlich super. Und. Nein, und. Wir landen natürlich direkt auf den Gegner. Was? Ich muss auf die drauf springen, dass ich sie umdrehe? Hä, wie soll denn da drauf kommen? Okay. Zum Glück haben wir den einen Ordner. Oh, da ist eine Flamme dabei. Jetzt sehe ich es erst. Da wäre eine Wassertacke ganz gut. Dann tun wir erstmal den Lava-Blub angreifen, würde ich sagen. So, zack. Oh, und wir kriegen Schaden. So was in der Art hatte ich irgendwie fast schon vermutet. Scheiße. Okay, zum Glück ist sie nur für eine Runde gelähmt und... Nein, die drehen sich schon wieder um, oder was? 3 Damage. Was? Und mit Abblocken 3 Damage. Okay. Boah, diese kranken Schweine. So, zack. Zack. Ich glaube, ich sollte den Eisorden wieder anlegen, damit ich gegen die Feuergegner etwas gewappnet bin, wenigstens. Weil wir kriegen jetzt hier... Ich gehe jetzt gleich down, ey. 3 Damage mit Abblocken. Wenn ich die jetzt nicht gleich umlege, dann bin ich tot. Ja, komm, Sprung auf den. Dann lasse ich Sushi den noch erledigen. So, ja. Ja, okay, das war jetzt die erste Runde gegen solche Gegner.
Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Gut, Sushi, mach fertig. Ich weiß nur nicht, ob ich mit Sushi auch die Stachelkäfer angreifen kann. Weil eigentlich müsste man ja Damage bekommen. Und jetzt muss der Typ draufgehen, sonst sind wir tot. Ne, komm, wir setzen jetzt halt Erfrischung ein. Und heilen uns erstmal. 5 KP und BP, also geil. Puh, und ich muss sagen, die Kämpfe sind um einiges schwerer geworden in letzter Zeit. So. Okay, wir haben aber auch nie wirklich Sternenkraft und sowas benutzt. Da sind wir schon mal nicht mehr ganz so angeschlagen. Und ich würde sagen, feuern wir einmal einen Wasserstrahl auf den hier. Halte A gedrückt, um Kraft zu gewinnen. Aktiviert sich automatisch. Okay, ich muss nur A gedrückt halten. Okay. Ich weiß gerade nicht, ob ich hätte loslassen müssen und... Hä? Der hat meinen Partner angegriffen? Okay. Gut, dann würde ich sagen, Hammer. Und ich hoffe, der hält nur 9 aus. Oder 8. Weil dann müsste er jetzt down sein. Jawohl, okay. 8 oder 9 hält er aus. Puh, 6 Sternpunkte und ein harter Kampf, echt. Gut, aber dafür ist der Ass jetzt hier mal fertig und... Ah. Dann kriegen wir jetzt auch wieder ein paar Münzen zurück. Und 2 Herzen, das ist doch schön. Wir haben ja schon ganz schön abbekommen, dadurch, dass ich immer abgehaut bin von dem Kampf. Hätte ich dann gleich gemacht, hätte ich uns, glaube ich, eine Menge Leben erspart. Naja, aber jetzt können wir wenigstens weiterkommen hier. So, ich würde sagen, jetzt. Jawohl. Hä? Feuerschildorden, reduzierte Litten, Feuerschaden um 1. Oh ja, das brauchen wir. Aber das hilft uns gerade eigentlich nicht weiter. Okay, jetzt frage ich mich gerade echt, wie sollen wir bitte weitermachen? Aber okay, 2 BP, oh. Springt mal auf brennende Gegner, brennt ihm nicht der Kittel, okay. Kann ich jetzt nicht erhöhen, Angriffskraft gegen Feuer um 2. Mario nimmt keinen Schaden, wenn er auf brennende Gegner springt. Achso, das ist quasi hier eigentlich fast das gleiche. Nur dass das hier halt Schaden erhöht und das Verteidigung. Bräuchten da eigentlich beides, so wie es gerade ausschaut. Ich denke, ich nehme mal den Kampf drauf. Kampfrauschorden tue ich mal wegnehmen. Das bringt uns schon mal 1. Den Spion kann ich eigentlich auch mal wegnehmen. Der bringt uns eh nichts. Also ich finde da irgendwie eh nichts, so wie ich mich anstelle. Dann erhöhen wir jetzt erstmal unseren Schaden. Und dann müssen wir noch irgendwas wegtun. Vermeide. Ach nein, nein, das brauchen wir. Das brauchen wir. Powerhauer, nein. Braucht nur 1 BP. Ja, okay. Wir müssten noch was ablegen. Ja, verdammt. Tu mir nichts, ist eigentlich schon ganz sinnvoll. Stachelschild brauchen wir jetzt bei den Dingern. Speedwirbel muss ich dann halt mal ablegen. Aber das bringt uns auch nur ein OP. Wir müssen dann mal wieder Level abgehen, dann wird sich das wieder lohnen. Außer ich tue noch einen Schlag weglegen. Ach, komm. Ja gut, dann tue ich den Powerhauer weg und den Speedwirbel. Ach, wehmütig muss ich den Speedwirbel ablegen, aber... Dann sind wir gegen Feuergegner sehr übelst gut gerüstet. Wir kriegen weniger Schaden, machen mehr Schaden. Und die hier ist auch gut gegen Feuer. Das hilft uns zwar bis jetzt eigentlich noch gar nichts, fällt mir gerade auf. Aber egal. Ich schaue mich nochmal schnell da hinten um. Ja, stimmt, wir können ja jetzt gar nicht mehr Speedwirbel machen hier, ne? Aber ach. So viel hat das ja eh nicht ausgemacht, ne? Gut. Ach komm, wir müssen da doch irgendwie rüberkommen. Da brauchen wir so einen besseren Hammer und oben auch. Könnten wir mit Wasser drauf spritzen und dann irgendwie, dass die Lava weggeht? Oder kommen wir da rüber? Nein. Autsch. Springe ich weiter eigentlich, wenn ich mich vorher gewirbelt habe? Nee, okay. Vielleicht springe ich... Das ist zwar... Würde es wahrscheinlich eh nichts machen, aber... Wenn ich den Stein anstoße mit Cooper? Nee. War ja klar. Okay, dann wieder zurück zu Sushi. Ach, wir können auch oben rum, okay? So. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen ratlos, wo wir lang müssen. Weil wir jetzt eigentlich schon überall waren, aber an keiner Stelle weiterkommen. Und ich darf echt nicht vergessen, dass da noch ein Superblock ist. Den müssen wir unbedingt mitnehmen. Weil ich denke mal, die sind abgezählt. Okay. Aber ich blick gerade nicht, wie weit das soll. Okay, da... Rechts ist eine Sackgasse, nur mit einem Superblock. Da kommen wir nicht weiter, links unten kommen wir auch nicht weiter. Vielleicht war hier ja noch was und ich habe es nur übersehen. Wer weiß. Hier war nichts. Okay. Verdammt, und irgendwie hängt uns Sushi irgendwie immer hinterher. Aber egal.
Ich schaue nochmal schnell darüber. Ich glaube eigentlich nicht, dass da was war, aber okay. Bin jetzt gerade echt ein bisschen aufgeschmissen. So, hier wieder durch bei dem ganzen Feuergedöns. Und der arme Fisch ist ja eigentlich schon voll gegrillt worden hier. Können wir hier nicht runterspringen irgendwo? Nein? Schade. Okay, nochmal zurück durchs Feuer. Bloß nicht treffen lassen. Wir müssen unsere KP echt gut aufheben jetzt. Halt. So, ja, okay, vielleicht sollte ich aber mal einen Pilz essen. Wäre vielleicht doch nicht so schlechte Idee. Ja, machen wir das mal. Linksklick am besten. So. Gut, dann haben wir wenigstens wieder so an die 20 KP. Zack. 19, um genau zu sein. Und haben wir... Oh, und halt wieder etwas besser aus. Okay, mit dem Speed... Ohne Speedwirbel kann man hier nicht ganz gut abhauen, aber es geht schon gut. Wie kommen wir denn jetzt weiter? Nee, hier... Da hinten war noch eine Sackgasse. Hä? Wir brauchen einen besseren Hammer, aber wir haben keinen besseren Hammer. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Hätten wir jetzt den von draußen holen müssen, vielleicht? Wahrscheinlich, oder? Naja, gehen wir nochmal runter, würde ich, glaube ich. So. Am besten halten wir gleich hier an. Okay. Wo könnte noch was sein? Da hinten muss eigentlich noch was sein. So ein Riesenraum und nur eine Sackgasse? Das kann auch nicht sein, echt. So. Ja, da ist ein Superblock, aber... Nee, da ist echt nicht mehr, hä? Okay, gut. Dann... Puh, bin ich jetzt gerade echt überfragt. Ja, irgendwo geht's auf jeden Fall weiter. Ich habe gerade keine Ahnung, wo. Kann auch sein, dass wir im Yoshi-Dorf was übersehen haben und uns da vielleicht einen Hammer... Dass wir uns da den Hammer holen hätten sollen. Naja, ich würde sagen, schauen wir uns das nächstes Mal nochmal an. Ich werde offscreen mal rumschauen, wo es denn weitergeht. Ich habe wahrscheinlich einfach wieder irgendwas übersehen. Und dann geht's nächstes Mal weiter. Ich hoffe... Ich hoffe, mir hat es etwas gefallen, auch wenn das hier etwas sinnlos war, nur rumgeirrt. Aber egal. Okay, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.